ultimative Spannung hier beim Finale von Let's Play Banjo-Kazooie. Ich habe nur noch 2 Honigwaben und der Weg zum Ziel ist noch weit. Außerdem gibt es viele K.O.-Felder. Ich habe zwar auch 3 Joker, aber wir müssen trotzdem noch einige Fragen richtig beantworten und ich habe keine Ahnung, wie ich es zu der nächsten Honigwabe schaffen soll. Aber ja, probieren geht über studieren. Versuchen wir es einfach mal. Sage mir, du Tropf, was hat der Baum in der Wüste auf dem Kopf? Eine Perücke, einen Hut, eine Sonnenbrille. Welcher Baum in der Wüste? Meint er den Unge? Also diesen Tranker? Eine Perücke. Und das war schon falsch. Ja, Freunde, ihr seht, es wird jetzt ultra knapp. Beim nächsten Fail bin ich tot. Versuchen wir es einfach. Mehr kann ich nicht tun. Hast du es vergessen? Wie viele Würmer möchte der Adler in Click Clock Wood im Herbst fressen? Das waren 10. Ja, definitiv. Denn im Winter war er dann ja schon ausgewachsen. Okay, das wäre geschafft. Aber ich muss jetzt auch noch diese Challenge hier ohne einen Fail packen. Was geht da ab? Oh nein. Die Kiste macht bestimmt nicht schlapp. Besiege sie. Die Zeit ist knapp. Dein Ernst? Wie soll ich das denn schaffen? Okay, Moment mal. Ich habe ja noch goldene Federn, ne? Genau. Die muss ich jetzt verwenden, sonst habe ich keine Chance. Und selbst mit denen wird es ultra knapp. Alter, guckt euch das mal an. Das schafft man nie im Leben mit den Eiern in der Zeit. Nie im Leben. Okay. Ich habe jetzt zwar nur noch eine einzige goldene Feder, aber viel wichtiger ist, dass wir diese Challenge geschafft haben. So, und jetzt Joker. Und Joker. Und Joker. Okay, damit wären die schlimmsten Felder überwunden. Auch mit diesem Extra-Leben wird bald der Bär im Himmel schweben. Ja, das wird jetzt diese Frage hier entscheiden. Auch die muss ich ohne Fail beantworten. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ach stimmt, das ist so ein Screenshot. Okay, das sollte ich schaffen. Ja, ja, das ist einfach. Das ist garantiert die Treasure Trove Cove. Yes, das ist die 100 Pro. Genau, ja. Richtig. Und damit darf ich mir sogar wieder einen Fail erlauben. Yes. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Die finalen letzten 3 Fragen. Stelle dich nicht so an. Was ist unten in Clankers Cavern an Clankers Kette dran? Ein Felsblock, ein Amboss oder ein Schrottauto? Das war doch ein Amboss, ne? Oder war das ein... Fuck, war das ein Felsblock? Nee, es war ein Amboss. Ja. Es war ein Amboss! Aber... Jetzt wird's ganz hart. Einmal eine Grundhilda-Frage, da bin ich ja generell schlecht. Und eine K.O.-Frage. Oh mein Gott. Auf welcher Schule bin ich gewesen? Sage es mir, sonst spricht mein Besen. Komm, das könnte ich wissen. Pommesbude, Hexen-Uni? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mich an irgendwas mit Pommesbude erinnern. Den Rest habe ich noch nie gehört, deswegen probiere ich das. Yes! Es stimmt! Okay, Freunde. Diese eine Frage. Ich muss sie wissen. Aber es kann alles sein. Los. 3 Aussagen über Rusty Bay sind da, aber nur eine davon ist wahr. Es gibt 4 Rettungsboote. Ach, das Scheißdreck hatten wir schon mal. Das mit den Schornsteinen war falsch. Im Maschinenraum gibt es 4 Zahnräder. Ich nehme die Rettungsboote. Es stimmt! Yes! Mir langsam hier das Unheil schwand. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Okay. Ja, tschüss, ne?
Was haben wir denn da? Kazui, was meinst du? Welchen Preis sollten wir uns nehmen? Ne? Die Voodoo-Puppe, die Waschmaschine oder unsere meine Schwester? Ja, mich natürlich, mich. Wie wäre es mit diesem komischen Ding, hm? Ja, wir könnten auch Tutti mitnehmen, so, ne? Die meine ich doch. Kazui! Banjo, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Du hast doch kaum was gemacht. Wir haben ein Abenteuer erlebt. Na egal. Klar, lasst uns verschwinden so. Damit wäre es geschafft. Chief of... Hä, was? Ach so. Ach, das ist der Abspann. Jetzt werden nochmal alle Charaktere gezeigt und die Entwickler namentlich erwähnt und was sie gemacht haben. Coole Idee. Ja, das war's dann wohl mit Let's Play Banjo-Kazooie. Könnte man meinen, aber nein, wir haben noch einen Bonus-Part, in dem ich euch das Stop-and-Swap-Feature zeige, also beziehungsweise wo die ganzen Eier zu finden sind und wie man sie bekommt, sowie wie man den Eisschlüssel bekommt. Tolles Spiel auf jeden Fall. Es gibt so viel zu sagen und ich mach's jetzt einfach mal, weil der Abspann bietet sich ja sehr gut dafür an, um positive und negative Dinge zu erwähnen. Also ich fand das Spiel sehr, sehr innovativ. Selbst aus heutiger Sicht muss man sagen, dass es ein klasse 3D-Jump'n'Run ist, was es so kaum gibt und heute sowieso überhaupt nicht mehr. Also für die damaligen Verhältnisse mega cool, innovativ. Jede Welt war eigenständig. Es gab immer mal wieder Überraschungen. Vor allem jetzt das Finale. Mit so einer Art Finale, also einen Quiz, habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ist vielleicht ein bisschen schade, dass man komplett auf Bosskämpfe verzichtet in dem Spiel. Bis auf so kleine Minibosse. Das ist eigentlich auch einer meiner Kritikpunkte. Also mir fehlen Bosse schon. Schwierigkeitsgrad war insgesamt total in Ordnung. Also eigentlich genau das, was ich so wollte. Man findet nicht immer auf Anhieb alle Sachen. Einiges ist auch böse versteckt. Und bei den letzten drei, vielleicht vier Welten kommt man dann auch mal in Bedrängnis, ja. Also die letzten zwei Welten vor allem waren schon schwer. Wenn man mal runterfällt vom Baum zum Beispiel, verliert man viele Leben. Oder in Rusty Bucket Bay kannst du auch schnell sterben. Die vorderen vier, fünf waren dafür aber, ja, schon relativ leicht. Aber alle haben Spaß gemacht. Ein grandioser Soundtrack. Schlecht zu benennen ist natürlich die Kamera, aber da muss man auch gleichzeitig sagen, das war... Also das kann man verzeihen, ja. Ich muss ja nicht sagen, dass das ein Spiel war, das auf Super Mario 64 gefolgt ist und jetzt immer noch am Anfang dieser 3D-Ära war. Also da sind Fehler erlaubt und wenn man das bedenkt, dann hat Rare hier einen mega Job geleistet. Wie gesagt, top Soundtrack, aber von Grant Kirkhope erwartet man eigentlich auch nichts anderes. Das Spiel war sehr humorvoll, die Charaktere hatten alle eine Persönlichkeit. Das fand ich auch sehr toll. Einige waren doof, andere waren lustig. Und ja, wir hatten wirklich alles. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit jedem Einzelnen zu sprechen. Selbst mit dir, Wossa. Mit Bottles, der sich immer so ein bisschen cool gefühlt hat. Mit Unge. Das ist so cool. Und was war jetzt eigentlich die richtige Antwort? Ein Hut oder was? Ja, der hat einen Turban an, jetzt sehe ich es auch. Aber da stand Hut. Die hätten wir dann schon Turban schreiben müssen. Naja, was soll's, egal. Übrigens ziemlich episch, dass wir das Finale mit dem letzten Leben noch geschafft haben. Also für Spannung war auch wieder einmal gesorgt. Das Spiel hat auch eine ordentliche Länge. Ich glaube, das ist jetzt Part 30. Das kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Vor allem waren die Parts auch teilweise ziemlich lang. So, ja, was heißt lang? 20 bis 25 Minuten, so wie es halt immer bei mir ist, ne? Es gibt viel zu entdecken, wie schon gesagt. Die Welten waren alle sehr eigenständig und Gobby war das größte Opfer des Spiels, aber gleichzeitig auch sehr, sehr lustig. Es hat wieder mal Spaß gemacht, die ganzen Leute zu synchronisieren. Und ihr seht hier gerade auch nochmal, wie viele Charaktere es eigentlich gab. Die meisten von denen hatten nur einen Kurzauftritt, aber hatten, wie schon gesagt, eine Persönlichkeit und man erinnert sich sehr gerne an sie. Das hat Rare schon wirklich super gemacht. Also man kann kaum etwas kritisieren. Top-Spiel. Sollte echt jeder gezockt haben, der auf Jump'n'Run
steht, werden N64 besitzt. Oder eigentlich alle, die was mit Videospielen am Hut haben, die sollten Banjo-Kazooie spielen. Von mir gibt es beeindruckende 92%. Ich habe es sehr genossen. Aber das war mir eigentlich auch schon von der ersten Sekunde an klar, dass das mindestens ein 90er-Score wird und dass ich im Prinzip komplett auf meine Kosten komme. Ja, und das wurde jetzt zum Ende hin noch einmal bestätigt. Ein paar Easter Eggs gab es auch, wie zum Beispiel Gnorti. Ah ja, schön. Und es gibt einen Nachfolger, Freunde. Das nicht vergessen, es gibt Banjo-Tooie. Auch für den N64 rausgekommen. Und ja, auch Banjo-Tooie hat einen Nachfolger, aber den mag keiner, deswegen. Vergessen was? Nebnat war auch ganz süß. Ich wollte dich übrigens nicht mit deiner Freundin stören, Nebnat, ne? Beeilung! Ich will nach Hause! Ja, ich mach ja schon, ey. Es geht nicht schneller so. Halt! Wir haben eine Karotte ausgelassen. So, das wäre erledigt. Hey, ihr beiden. Lasst uns feiern. Jo, genau. Jetzt steigt die Party. Aber wo ist denn die Hexe jetzt eigentlich hin? Ist die jetzt einfach geflüchtet und hat sich ins Exil abgesetzt oder was? Wahrscheinlich erfahren wir es dann in Banjo-Tooie. Wie gesagt, jetzt im nächsten Part gibt es noch das Stop-and-Swap-Feature. Bär und Vogel haben sehr gut gemacht, aber ich habe perfekt geholfen. Ja, aber ohne meine coolen Moves hätten die das eh nicht geschafft. Coole Brillen. Vorsicht, Freunde. Banjo und ich sind die wahren Stars des Spiels. Was steigt hier denn für eine Party? Die Hexe ist entkommen. Mach dem Grauen ein Ende. Was ist los? Ist doch wurscht, solange sie weg ist. Ich hab keine Lust. Und ob du Lust hast, Kazooie, auf in den Kampf. Wie jetzt? Wie ist denn das zu verstehen? Gibt's doch noch einen Endbosskampf? WTF? Das stimmt. Sie ist ja da hochgeflüchtet, ne? Richtig, richtig. Ey, ich glaube, da kommt echt noch was. Oh, geheimnisvolle Musik. Ja, da ist die Abkürzung, die wir aktiviert haben am Anfang des Quizzes. Aha, ja, ich dachte mir schon, was ist denn das? Wozu ist das gut? Jetzt erfahren wir es. Aber ob die so sinnvoll ist, diese Abkürzung? Naja. Egal. Gibt's hier noch was? Ja, ein extra Leben. Und ich glaube, das ist der Raum vom Intro. Kann das sein? Ja, doch. Sieht ganz danach aus. Und wir brauchen 810 Noten, um da reinzukommen. Die haben wir natürlich. Wäre ja auch ein Witz, wenn nicht. Okay, und hier brauchen wir tatsächlich nochmal Puzzleteile? Was ist das denn? Bald wird dem Bären der Pelz verbrannt. Seht mein Wild dort an der Wand. Ich finde dieses Bild so nett. Erst viele Puzzleteile machen es komplett. Okay, ich bin gerade sehr überrascht, aber ihr seht es ja selbst. Da kommt tatsächlich noch etwas. Oh, und eine Heilung wäre jetzt tatsächlich nicht so übel. Ach so, okay. Durch das Fleisch, was wir gegrillt haben, geht's uns wieder gut. Und was geht da drüben eigentlich ab? Hey du, stirb. Ah, vielleicht treffen wir noch auf diesen einen Kroko da. Ihr wisst schon, dieser elendige Gehilfe von Grundhilda. Der hat eigentlich nie so wirklich einen Spotlight in dem Spiel bekommen. Das ist ein Charakter, der war einfach da, aber er existierte nie wirklich. Das ist so ein bisschen schade, aber vielleicht legen wir uns ja jetzt gleich mit dem an. Das könnte sein. Okay, wie viele Puzzleteile brauche ich denn für das Secret-Finale? So nenne ich es jetzt mal. Alle? Nee, ich glaube nicht. Aber 20 bestimmt mindestens.
Und ich kann schon erkennen, was das ist. Sie hat es ja auch schon gesagt. Sie ist auf dem Bild zu sehen. Und mit sie ist die Hexe Grundhilda gemeint. Sie möchte also doch noch kämpfen. Okay. Wäre ja auch lame gewesen, wenn sie einfach nur geflüchtet wäre. Hörst du mein Gekicher? Hier oben bin ich sicher. Das glaube ich nicht, Grundhilda. Aber was war das bitte schon für ein Gestank, der hier gerade entwichen ist? Hey, da ist der Kessel, dem sie gesprochen hat. Puh, was für ein ekelhafter Gestank. Oh, Besuch für Dingpot. Ich liebe Besucher. Ein Wunder, dass dich überhaupt jemand besucht, Stinkkessel. Was meint der komische Vogel? Ja, sie wollte nur wissen, wo wir die Hexe so finden, irgendwie. Das weiß ich ganz genau. Wenn ihr die hässliche Alte aus dem Weg räumt, bin ich endlich frei. Schweige still, du armer Tropf. Ich hasse diesen Dorf. Ist das Spiel hier erst vorbei, koche ich in dir Spinnenbrei. Ja, eklig. Keine Panik, Dingpot. Wenn wir sie erstmal gefunden haben, wird sie den Mund nicht mehr so aufreißen. Das hört sich gut an. Springt hinein. Ich schieße euch hinauf zu ihr. Viel Glück. Hineinspringen? Niemals. Den Gestank werden wir nie mehr los. Kasui, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt treten wir der Hexe in den Hintern. Wie Tölpel lauft ihr hier herum? Ihr seid so schwach und auch noch dumm. Diese Beleidigungen solltest du lieber sein lassen. Was ist eigentlich hier hinter? Was ist denn das? Eine riesige goldene Feder? Ach so, hier werde ich nochmal geheilt. Für den Endkampf wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Echt? Brauche ich alles? Goldene Federn? Eier? Und dann wahrscheinlich noch irgendwo rote Federn? Es geht ab. Ist ja übel. Dum, 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 dum. Hä? Was ist denn das? Hier kann ich auch nochmal Puzzleteile einsetzen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Eine leere Honigfarbe. Was ist das? Was ist das? Habe ich jetzt mehr Leben? Ja, aber mir für die letzten 6 leeren Honigfarben keine 9. Energieeinheit geben wollen. Rare, was ist das denn? Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie doppelt so viel Energie. Vergleichbar mit The Legend of Zelda, wenn man diesen weißen Rand erhält. Das heißt, ich habe jetzt 16 Leben oder was? Ich kann das leider nirgendwo ausprobieren, weil ich habe die Gegner ja schon gekillt. Aber müsste es nicht noch... Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, müsste es nicht noch rote Federn geben? Da sind sie ja! Boah, krass, ey. Okay, Guys, ich beende den Part hier. Im nächsten werden wir trotzdem erstmal das Stop-and-Swap-Feature machen und dann widmen wir uns dem Grande Finale. Bleibt auf jeden Fall dran, Banjo-Kazooie ist noch nicht vorbei.